Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Dauntless Video hier auf meinem Kanal. Ich mache das jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich zeige euch mal mein allererstes YouTube Video zu Dauntless. Habe ich am 18. August 2020 auf meinem Kanal gepostet. Und seitdem mache ich das hier eigentlich durchgängig. YouTube Videos zu Dauntless. Ich bin nicht der beste Spieler. Gar keine Frage, ich bin auch viel zu alt dafür, um irgendwelchen Zeiten hinterher zu jagen. Aber ich mache das von Herzen und ich versuche euch immer zunächst einmal zu informieren, aber natürlich auch zu unterhalten. Das ist ganz wichtig. Ich versuche mit meinen Videos Unterhaltung zu schaffen und das hier soll ebenfalls solch ein Video werden. In dieser langen Zeit, ich habe davor ja auch schon Dauntless gespielt, und in dieser langen Zeit kommen sehr, sehr viele Fragen von euch, von der Community. Und das hier soll mal ein Video sein über die 5 am meisten gefragten Fragen. 5 Fragen, die jeder von euch schon mal zu Anfang seiner Dauntless-Zeit irgendwie gestellt hat oder zumindest sich mit beschäftigt hat. Die möchte ich heute beantworten. Und damit kommen wir auch direkt zur Frage Nummer 1. Was ist die beste Waffe? Tja, was ist denn jetzt die beste Waffe im Spiel? Was solltet ihr denn zu Anfang spielen? Ich rate euch, geht auf den Trainingsplatz. Hier habt ihr 7 Waffen zur Auswahl. Ja, hier ist immer was los auf dem Trainingsplatz und hier könnt ihr alle Waffen testen. Das Schöne bei Dauntless ist, das Waffenbalancing ist wirklich, wirklich gut. Hier gibt es keine schlechte Waffe oder keine allerbeste Waffe. Die haben alle was für sich und gegen sich. Also es kommt immer darauf an, was spielt ihr gerne, was ist euer Spielstil. Ich kann euch sagen, fürs Endgame werden die ein oder anderen Waffen wichtiger. Zum Beispiel die Pistolen oder auch der Speer und der Hammer sind die 3 wichtigsten Waffen fürs Endgame. Für die Prüfungen hinterher, für die Furchtlosen oder auch fürs Fehde, für die hohen Level. Da fallen dann die Kettenklingen komplett raus. Die sind zwar toll zu spielen, machen Spaß, aber fürs Endgame sind die dann nicht mehr so gut. Und Axt und Schwert sind so, naja. Also das fürs Endgame, aber da seid ihr noch nicht. Das ist noch weit, weit weg. Macht euch da keine Sorgen. Spielt die Waffen, mit denen ihr am besten klarkommt. Probiert sie aus, wie diese Jungs hier im Hintergrund. Und schaut, was ihr mögt. Und das spielt dann. Also gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wo bekomme ich Zellen her? Ja, wo bekommt man eigentlich die Zellen her? Und zwar mit Zellen meine ich diese lilanen Dinger, die ihr hier in eure Rüstung und in eure Waffen stecken könnt. Wo bekommt ihr die her? Wie bekommt ihr die schnell auf lila? Das ist die Frage und die beantworte ich euch jetzt. Ihr solltet euch auf die Jagdgründe fokussieren. Und zwar auf die Inseln, wo es Insel-Events gibt. Also zum Beispiel nicht auf der ersten, denn ihr seht da am Rand, es gibt keine Insel-Events. Hier auch noch nicht. Und bei Fels der Offenbarung fängt es dann an mit einem Insel-Event, Ätheranstieg. Alle anderen Inseln haben dann auch Insel-Events. Sucht euch die raus und sucht vor allem öffentlich. Und zwar macht ihr einfach Inselhopping. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ihr springt einfach auf eine Insel, wie ich jetzt, und ihr seht schon, da hinten ist bereits ein Event und da nehmt ihr dann einfach dran teil. Und wenn gerade kein Event da ist, ich mache das immer so, ich kill den ersten Behemoth, wenn da Leute sind, und wenn bis dahin kein Event ist, springe ich weiter oder suche die Insel einfach nochmal neu. Sucht euch am besten die Insel aus, wo ihr auch leveln könnt. Und dann geht ihr hier einfach zu diesem Event und schließt das mit den Leuten zusammen ab. Denn wenn ihr das tut, bekommt ihr am Ende Kerne. Und in diesen Kernen ist dann was drin. Ihr seht hier schon das Event. Ich kann da jetzt normal dran teilnehmen. Mache ich jetzt natürlich nicht. Wir gehen jetzt wieder zurück. Ups. Ja, und wenn ihr dann wieder in Ramsgate seid, dieses Insel-Event abgeschlossen habt, dann habt ihr Kerne bekommen und die könnt ihr dann hier öffnen. Das sind entweder seltene, ungewöhnliche oder gewöhnliche Kerne, die ihr dann öffnen könnt. Und in diesem Kern befinden sich dann Zellen. Ja, und diese Zellen könnt ihr entweder dann benutzen. Das sind immer grüne Zellen. Ihr bekommt immer grüne Zellen daraus, keine blauen oder lilanen. Die müsst ihr euch zusammen merchen. Das macht ihr beim Mittelsmann. Wenn ihr mit den Zellen nicht zufrieden seid, könnt ihr auch zum Mittelsmann gehen. Geht hier auf Zellenumtausch und packt dann einfach
die Zellen, die ihr nicht mehr braucht, hier rein. Das Prinzip ist so, ich habe da mal ein Video gemacht, könnt euch gerne mal angucken in meinen Tutorial-Videos. Wenn ihr zwei grüne Wächterzellen als Beispiel zusammenmergt, bekommt ihr 100% eine blaue Wächterzelle. Wenn ihr eine Wächter und eine Vampirismus zusammenmergt, was beides ja dieses Schildlogo ist, bekommt ihr zu 100% eine andere blaue Schildzelle. Wenn ihr eine Schildzelle mit einer Faustzelle zusammenmergt, könnt ihr alles bekommen. So könnt ihr das machen, ihr könnt zusammenmergen, dauert immer ein bisschen, wenn ihr das hier nicht freigeschaltet habt für oder wenn ihr das nicht mit Zellstaub bezahlt. Ihr könnt die Zellen übrigens auch zu Zellstaub verarbeiten, die ihr nicht mehr braucht. So bekommt ihr dann peu à peu irgendwann eure lilanen Zellen. Natürlich gibt es noch einen anderen Weg, Zellen zu bekommen und das wäre nämlich die Meisterschaften. Wenn ihr die Meisterschaften hier abschließt und die verschiedenen Dinge löst, bekommt ihr dann immer, wenn ihr ein neues Level erreicht, also 4500 XP gemacht habt mit dieser Waffe beispielsweise oder gegen diesen Behemoth, bekommt ihr dann immer wieder neue Zellen. Das ist ganz interessant. Ihr solltet euch auch so ein bisschen auf die Meisterschaften fokussieren. Die sind manchmal ein bisschen annoying, wie zum Beispiel Chronovore 10-mal mit seiner Rüstung besiegen oder ihn alleine erlegen und dabei weniger als 100 Schaden zu erlangen. Ist ein bisschen tricky manchmal, aber alles möglich. Was uns zur nächsten ganz wichtigen Frage bringt. Muss ich in einer Gilde sein? Ja, müsst ihr in einer Gilde sein, um Dauntless richtig zu spielen? Nein, müsst ihr natürlich nicht. Das Spiel ist komplett solo spielbar. Ihr könnt nebenbei mit anderen zocken. Ihr könnt auf unseren Discord-Server zum Beispiel beitreten und da mit allen Leuten zocken, ohne in einer Gilde zu sein. Es bringt euch im Grundspiel nicht wesentlich weiter, außer dass ihr ein bisschen mehr connected seid. Im Dezember 2022, also vor etwas mehr als einem Jahr, kamen dann die Fehdejagd. Da wurden denn die Gilden eigentlich interessant. Vorher war es nur eine erweiterte Freundschaftsliste, mehr nicht. Mit den Fehdejagden kam dann aber das Interessante, wozu man eine Gilde brauchte. Ich zeige euch mal genau, was das so ist. Denn ab dort konnte man dann mit seiner Gilde zusammen competitive spielen, also gegen andere Gilden antreten in einem Rangsystem. Und konnte hier die Rangliste weiter hochsteigen, indem man Level abschließt. Sehr interessantes System. Was bringt einen das aber? Man muss es ja nicht unbedingt machen. Zunächst einmal am Anfang zu den Fehde-Seasons gab es immer noch neue Zellen. Drei neue Zellen in jeder Season. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Wir haben die Läufer-Rudelzellen haben wir mittlerweile, glaube ich, seit 4 oder 5 Seasons durchgehend. Es gibt keine Zellen mehr. Es gibt erst wieder was Neues zum Update im Sommer 2024. Ich hatte ein Video gemacht. Aber wofür das Ganze dann? Naja, also ihr bekommt zumindest mal, seht ihr da oben, 22 in der Ecke solche Medaillen. Immer wenn eure Gilde ein paar Level gemacht habt, bekommt ihr bei verschiedenen Leveln solche Medaillen. Die bekommt ihr, auch wenn ihr die Level gar nicht selber gespielt haben solltet. Mit denen konnte man dann früher die Zellen kaufen, mit denen kann man aber immer noch Waffenverfolger kaufen. Tolle Dinge, die ihr auf eure Waffen machen könnt, wo ihr dann zum Beispiel den verursachten Schaden oder den höchsten Schaden euch anzeigen lasst und andere Spieler das sehen können. Diese Münzen könnt ihr aber zum Beispiel auch für Verbrauchsgegenstände ausgeben, was dann interessant wird. Denn hier könnt ihr euch Tränke und Stäbe kaufen. Für eine Marke erhaltet ihr tatsächlich 10-mal Tränke oder auch Stäbe. Und wenn eure Gilde gut ist und gut loslegt und ihr vielleicht auch da helfen wollt, weil es macht ja auch Spaß im Team irgendwas zu erreichen, dann könnt ihr euch hier definitiv auch wieder mit Tränken ausrüsten. Tja, und wenn ihr Bock habt, in eine Gilde zu kommen, Hafax Gaming, einfach bei uns auf dem Discord joinen, kurz Bescheid geben. Ich lade euch in die Gilde ein. Und dann haben wir ein bisschen Spaß zusammen, denn das ist das Wichtigste an einer Gilde. Spaß beim Miteinander zocken. So, Frage Nummer 4. Wie bekomme ich Schnellrams und Ätherpfoten? Also auch hier ganz klassisch, so wie bei den Zellen auch, Insel-Events machen. Da bekommt ihr Rams, Ätherfunken, Kampferdienste und alles, was ihr sonst so für den Weg des Slayers braucht. Ihr seht ja hier
auf Mindslayer, Weg des Slayers. Ihr braucht Rams, Kampfverdienste, um halt das alles hier freizuschalten. Und das ist eine Menge Zeug, da braucht ihr echt eine Menge für. Am besten lauft ihr die Insel-Events, aber auch Eskalation, da bekommt ihr sowas auch. Sollte auch helfen. Oder aber, wenn ihr, ja, sag ich mal, viele Schlüssel gesammelt habt oder Kopfgeldmarken habt, nutzt die Patrouillenschlüssel, öffnet damit Kisten oder macht die Ätherflug. Könnt ihr natürlich alles bei mir auf dem Kanal auch sehen, wie man da am schnellsten was bekommt. Ich habe da auch ein Video zu gemacht. So bekommt ihr das ganze Zeug dann relativ schnell. Ich würde euch da wirklich die Insel-Events auch vorschlagen. Oder ihr lauft Eskalation, wenn ihr da ein gutes Team habt und da schnell durchrennen könnt. Ganz wichtig natürlich auch, um solche Sachen zu kriegen wie Ätherfunken, Kampfverdienste und Rams. Und ihr bekommt auch Patrouillenschlüssel oder Kopfgeldmarken, sind die täglichen Brunnenkerne. Also werft täglich eine Münze in den Brunnen, bekommt einen Kern. Ihr bekommt direkt 4 Kopfgeldmarken. Und wenn ihr den Kern aufmacht, seht ihr, sind immer tolle Sachen dabei. Das variiert natürlich immer ein bisschen. Aber ihr solltet jeden Tag eure Münze werfen. Außerdem eine weitere gute Funktion, um diese Sachen zu bekommen, ist die Belohnungszone. Wenn ihr jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt auf Transmox Wert legt oder aber da gerade nichts dabei ist, was euch interessiert, dann könnt ihr hier auf Limitiert gehen und könnt euch die täglichen Angebote holen. Die normalen sind etwas teurer, aber die täglichen Angebote hier, die Patrouillenschlüssel, die Rams oder die Kampfverdienste, wenn ihr diese Marken habt, wenn ihr schon im Pass, sag ich mal, wenn ihr jetzt viel zockt und im Pass schon weit seid, oder aber die wöchentlichen Aufgaben erledigt habt, könnt ihr euch hier immer gut diese Dinge holen. Ja, und wenn ihr rich seid, könnt ihr natürlich auch im Dauntless Shop einkaufen gehen. Kauft euch hier Patrouillenschlüssel oder sowas oder Kopfgeldmarken und dann zieht das durch. Denkt dran, wenn ihr was kauft, Creator Code HFAX eingeben. Ganz wichtig, Leute. So, kommen wir zur letzten Frage. Ich habe dein Bild gebaut. Wieso mache ich nicht den gleichen Schaden? Ja, höre ich immer wieder. HFAX, ich habe ein Bild nachgebaut. Ich komme aber nicht auf die Schadenzahlen, die die machen. Auch schon bei meinen Builds gehört ganz oft. Woran liegt das? Naja, das kann an vielen verschiedenen Dingen liegen. Erstens kann der YouTuber, der das Video gemacht hat, das vielleicht nicht richtig erklärt haben oder ihr habt es nicht richtig verstanden, was denn da alles ineinander spielen muss, damit ihr auf diese Schadenszahlen kommt. Denn viele Builds arbeiten mit verschiedenen Dingen, die man natürlich auch einhalten muss. Und man sollte bei diesem Build natürlich auch nichts verändern, denn das haut das ganze Bild durcheinander. Viele Builds arbeiten halt genau mit den Sachen und man sollte jetzt nicht sagen, ach ja, komm, der hat zwar gesagt, ich muss die und die Zelle reinnehmen, die habe ich aber nicht, von daher nehme ich jetzt erstmal eine andere. Dann klappt das nicht mehr. Außerdem ist der Weg des Slayers wichtig. Die meisten YouTuber oder Bildbauer haben ihren Weg des Slayers komplett. Das heißt, auch hier die ganzen Waffen 10-mal überladen. Denn es gibt ja bei den Waffen immer prozentual Steigerungen. Und wenn ihr jetzt mal beim Speer nimmt, plus 3% Wundschaden, alle Stufen durch, das sind 3, 6, 9, 12, 15% mehr Wundschaden. Es gibt für jede Waffe irgendwie noch andere Perks. Die Handschuhe haben den Angriffsschaden, der Hammer hat Betäubungsschaden, die Axt hat ganz wichtig Kraft. Das sind einfach mal 1, 2, 3, 4, 5% mehr Kraft, die ihr bekommt. Wenn ihr alle Waffen 10-mal umgeschmiedet habt, dann habt ihr den Höchstschaden erreicht. Natürlich haben wir ganz unten auch noch wichtige Dinge im Weg des Slayers. Und zwar, ich glaube, auf 2 oder so fängt das hier an. Hier mit den verschiedenen wichtigen Sachen, plus 5 Kraft auf die verschiedenen Waffen und sowas alles hier, kritische Trefferchance, das solltet ihr auch alles fertig haben. Das sind ganz wichtige Punkte. Wenn ihr die noch nicht habt, kriegt ihr natürlich auch den Schaden nicht, der in den Builds gezeigt wird. Tja, ebenfalls ein wichtiger Faktor, warum ihr vielleicht nicht auf die Schadenzahlen kommt, ist die meisten YouTuber oder die meisten Bildbauer zeigen ihre Builds natürlich immer in solchen Sachen wie in Eskalationen zum Beispiel. Und hier gibt es in den Eskalationen ganz viele verschiedene Perks, die natürlich da entgegenwirken bzw. für das Bild wirken. Und deswegen kann es nochmal krasser sein, wenn man genau den Perk bekommt, den der YouTuber in dem Video vielleicht auch hatte.
Das sind so ein paar Sachen, woran es liegen könnte. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich versuche in meinen Videos, in meinen Bildvideos immer so gut wie möglich zu erklären, worauf ihr achten müsst. Haltet euch penibel an das Bild, sonst klappt es natürlich nicht. Und wenn ihr Fragen habt, kommt bei uns auf den Discord. Fragt einfach. Auf dem Discord findet ihr übrigens auch im Dauntless-Bereich hier einmal meine Hafax-Tutorials, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Hier gibt es für jede oder fast jede Waffe ein eigenes Tutorial mit Anfänger-Builds. Und hier habt ihr auch Hafax-Builds, all die ganz interessanten Builds, die ich so gemacht habe und vorgestellt habe. Also kommt auf den Discord, guckt euch das einfach mal an. Ja, das war's auch schon mit den 5 Fragen, die mir am häufigsten gestellt werden. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht damit auch helfen und die ein oder andere Frage, die ihr mir stellen wolltet, vielleicht jetzt schon beantworten. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst dem Video ein Like da, würde mich sehr darüber freuen. Ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt. Und jetzt kommen noch ein paar Outtakes. Ciao. Erstmal das Mikro noch ein bisschen lauter machen, ne? Wirklich? Ja, müssen wir. So. Okay. So, jetzt musst du das sagen. Pass auf. Du musst sagen, was ist die beste Waffe? Sag. Was ist die beste Waffe? Nein, Waffe, nicht Waffel. Waffe. Nicht zum Essen. Waffen. Was ist die beste Waffe? Was ist die beste Waffe? Okay. Dann musst du sagen, wo bekomme ich Zellen her? Wo bekomme ich Zellen her? Nochmal. Wo bekomme ich Zellen her? Okay. Dann, warte, muss ich in einer Gilde sein? Muss ich in einer Gilde sein? Sehr gut. Dann musst du sagen, das ist schwer. Das ist schwer. Nein, das musst du nicht sagen. Nein, das ist schwer, was du jetzt sagen musst, das meine ich. Wie bekomme ich schnell Rams und Ätherfunken? Kannst du das? Nein. Sag, versuch mal. Wie bekomme ich schnell Rams und Ätherfunken? Wie komme ich schnell Rams und Ätherfunken? Nochmal. Wie bekomme ich schnell Rams und Ätherfunken? Wie bekomme ich schnell Rams und Ätherfunken? Sehr gut. Und jetzt die letzte. Ich habe dein Bild gebaut. Warum mache ich nicht den gleichen Schaden? Ja, Papa, wieso muss ich das nur machen? Ja, weil ich das brauche für ein Video. Sag mal, ich habe dein Bild gebaut. Warum mache ich nicht den gleichen Schaden? Ich habe dein Bild gebaut. Wieso mache ich nicht den gleichen Schaden? Okay. Dankeschön, das war sehr gut.